Previously on the Unsolved Puzzle. Ich habe es satt, ständig dieses Gefühl von Machtlosigkeit zu haben. Allison kann doch auf sich selbst aufpassen. Wie herzlos. Aber dieses Gefühl wird nicht weggehen, auch wenn du deine Schwester fallen lässt. Ich werde dich die Kunst der Magie lehren. Haben wir einen Deal? Ja, haben wir. Ich liebe dich so sehr. Weißt du, weshalb ich eigentlich auf dieser Brücke war? Ich wollte so schnell wie möglich bei dir sein. Elliot, ich wusste, du würdest an den Tag herankommen. Deswegen habe ich Krishna einen Tag warten lassen. Weil ich dich liebe. Diese Affäre mit Krishna war gelogen. Ich wollte dich. Seit ich dich das erste Mal sah. Bitte hasse Elena. Das mit uns gibt es nicht mehr. Christian? Wenn du mich wegen meinem Bruder anbrüllen willst, nur zu. Nein, ich hätte dir sagen sollen, dass ich bei ihm war. Willst du einen Drink? Ja, hättest du wohl. Ich dachte, er will dich fehlen. Ich muss mit dir über Elena sprechen. Muss das sein? Ich habe echt eine schwere Nacht hinter mir. Was läuft da zwischen euch? Gar nichts mehr. Also lief einmal etwas. Was ist passiert? Das geht dich nicht an, Allison. Es ist besser für Elena, nichts mehr mit mir zu tun zu haben. Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin ein verdammter Vampir. Du bist nur so verdammt griesgrämig, weil du nie deine Gefühle zulässt. Du schaltest deine Menschlichkeit komplett aus. Ich fühle, Allison. Okay? Und es ist scheiße. Ich habe Elena wehgetan. Nicht nur körperlich. Und ich wünsche, wir hätten uns nie getroffen. Denn das hätte ihr viel Leid erspart. Was hast du getan? Ich habe sie gegen ihren Willen gebissen. Sie hat meine kranken Fantasien kontrolliert. Ich dachte, ich kontrolliere sie. Doch sie hat alles nicht vergessen. Weißt du, wie viel seelischer Schmerz das ist? Deswegen muss ich sie gehen lassen. Du bist kein Monster. Sonst wäre Elena von alleine gegangen. Morgen. Hast du gestern die Nachrichten gesehen? Ja, Squawk und Chuck sind tot. Ermordet. Was
reicht mir langsam. Alle unsere Freunde werden hier abgeschlachtet. Ich will, dass dieser Mörder endlich hinter Gittern ist. Ja, das will ich auch. Jensen ist wahrscheinlich auch tot, aber ich gebe gar nicht die Hoffnung auf. Ich hoffe, dass er noch lebt. Jensen, der Junge ist verrückt nach dir, wie er dich immer ansieht. Ich wünschte, jemand würde mich mal so ansehen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Hat dich der nicht immer so angesehen? Ich habe noch Dens Nummer, ich kann sie dir gerne geben, wenn du willst. Ich überleg's mir noch, aber danke, Cassie. Ich vermisse Allison, ich wünschte, sie wäre hier. Ja, ich auch. Hier, gegen Herzschmerz. Woher weißt du, dass ich Liebeskummer habe? Man sieht es dir an. Christian hat mit mir Schluss gemacht. Eigentlich sollte ich erleichtert sein, aber... Aber? Ich liebe ihn immer noch. Egal, was er mir angetan hat. Und er dich, sonst hätte er dich nicht gehen lassen. Was soll ich tun? Ich sehe, du hast mein Geschenk entdeckt. Es ist ein magisches Amulett, das sich aktivieren wird, sobald die Zeit gekommen ist. Das heißt, sobald du die Magie beherrschst. Und was passiert, wenn sie sich aktivieren wird? Das wirst du noch sehen. Wow, sie sieht wie eine ganz gewöhnliche Kette aus. Dein Sarkasmus kannst du dir sparen. Du wolltest dich mächtig fühlen und ich werde es dir geben. Aber es erfordert eine Zeit, my dearie. Ich hatte ein Zauberbuch oder so erwartet. Zauberbuchhaft genug. Dir ist aber klar, dass deine Freundinnen dich aufhalten werden, oder? Ja, aber ich werde sie auf keinen Fall verletzen. Oh, das wird sich nicht vermeiden lassen. Nun, Deal ist Deal, oder? Du tust, was ich sage. Hallo? Komm und spiel mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Der ist besetzt. Aber da ist doch niemand. Dort sitzt meine Menschlichkeit. Oh, und meine Gefühle tanzen Salsa. Christian, ich brauche dringend deine Hilfe. Das habe ich schon beim ersten Mal verstanden. Brauchst du einen Sextalk? Bin mir nicht sicher, ob du jemals... Du weißt schon was. Es geht nicht um das. Also bist du noch Jungfrau. Wie süß. Elliot und ich waren jagen. Tierblut. Ich werde davon nicht satt. Ich will Elliot nicht enttäuschen. Aber wenn Claire mich noch einmal gefangen hat... Ich habe dich vor Hippie Elliot gewarnt. Christian, bitte. Fein. Mal gucken. Also da hinten ist ein Deutscher. Echt delikat. Und da hinten haben wir einen Japaner. Das sind CO und hinter mir siehst du diesen typischen Amerikaner. Nein, Christian, es muss einen anderen Weg geben. Einen Weg, wo niemand verletzt oder getötet wird. Na gut, ich wüsste da was. Komm mit. Was wollen wir hier? Trink. Was? Du brauchst das Blut meiner Ader. Also hier. Aber sag nichts, Elliot. Wieso nicht? Weil es sehr persönlich ist. Was meinst du mit persönlich? Trink.
Hallo? Hey, hier ist Ned. Kennst du mich noch? Elena, hast du Zeit, einen Kaffee zu trinken? Nate! Ja, natürlich. Wo? Das freut mich. Starbucks wie immer. Schön, dass du anrufst, Nate. Kein Thema. Ich vermisse dich und habe schon echt lange nichts mehr von dir gehört. Und dann hörte ich, dass du eine Trennung hinter dir hast. Das ist lieb von dir. Bis später. Seit wir uns das letzte Mal getroffen haben, ist eine Menge Zeit vergangen. Also erzähl mir alles in Schnelldurchlauf. Ist alles zu kompliziert. Ich werde es dir ein anderes Mal erzählen. Versprochen. Okay, dann erzähl ich dir mal, was ich weiß. Dass Allison noch lebt und ein Vampir ist und dass Mirabelle etwas mit dem Mord an Allison zu tun hat. Bald weiß die ganze Stadt, dass Allison noch am Leben ist. Und ich weiß, dass Christian ihr Macher ist. Und schon kommen wir auf das Thema Christian zu sprechen. Elena, du weißt, ich bin immer für dich da. Und das weiß ich echt zu schätzen, Nate. Aber nicht heute. Okay, ich respektiere es. Aber wenn ich ihn schlagen soll... Klingt verlockend, aber er wird dir wehtun. Ach ja, er ist ja ein Vampir. Wie unfair. Wen sagst du das? Täusche ich mich oder war das tatsächlich Dan? Konntest du die Stimme identifizieren? Nein, sowas hatte ich noch nie gehört. Also schließt du Claire Pendragon aus? Ja, total. Glaub mir, sowas geht nicht mehr mit Stimmverzerrer. Na toll, wir haben ja nicht schon genug Probleme. Was denken wir sich nun mich schnappen? Nein, schließlich bin ich diejenige, die von der Stimme angerufen wurde. Cassie, beruhig dich einfach. Du bist nach mir dran. Elena sagte, dass Eisen uns als Geisterfan hält. Wir bewaffnen uns einfach mit dem. Wir sagen dem Tod einfach... Den Satz hast du aus Game of Thrones geklaut. Nicht, dass ich das ansehen würde. Wie bitte? Ach egal, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Von mir aus. Ich sitze einfach hier und warte, bis es mich holt. Hör auf mich, Cassie. Nimm dir Salz und eine Eisenstange. Ich mach mich mal auf den Heimweg. Kommst du alleine klar? Ja, natürlich. Ich wünschte nur, dass Jensen hier wäre. In der Gegenwart fühle ich mich beschützt. Er ist am Leben. Das spüre ich. Ja, aber schon bald gebe ich die Hoffnung auf. Hoffnung ist das Einzige, was uns allen bleibt. Okay, ich muss jetzt wirklich los. Hoffentlich geht dir das Salz nicht aus. Was? Das meine ich total ernst. Pass auf dich auf. Bye. Bye. And leave the rest unspoken. I'll never change my Morgen ist die Memorial. Treffen wir uns alle danach beim Stadtpark? Ja, Elliot will Laternen kaufen. Bis morgen, Cassie. Du, ich geh jetzt ins Bett. Wird morgen eigentlich Jensen auch betrauert? Cassie, hörst du mir zu? Nein, er geht ja vermisst. Es tut mir leid für dich.
Ja, hallo? Cassie Blake hier? Mit wem spreche ich denn? Hier ist die Honolulu Police Station. Oh mein Gott, haben Sie Jensen gefunden? Ja, Mrs. Blake. Er liegt im Hospital. Er lebt. In welchem Krankenhaus? Im St. Clair Hospital. Oh mein Gott, ich danke Ihnen vielmals. War er schwer verletzt? Er war untergekühlt, aber er wird wieder. Okay, danke nochmal. Ich mache mich dann auf den Weg. Bye. Was ist los mit dir? Was meinst du? Ellie, auch wenn das Blut im Bad weg war, habe ich es dennoch sehr intensiv gerochen. Ich habe doch keinen getötet. Das Blut war von mir. Erklär, was du damit meinst, Allison. Wieso war es von dir? Ich konnte Christians Blut nicht halten und habe es ausgekotzt. Christian Blut? Warum hattest du Christians Blut in dir? Ich bin aber hungern. Aber unten im Keller gibt es Blutbeutel. Wieso trinkst du die nicht? Nein, du gehst lieber zu Christian. Ja, aber ich dachte, dass er mir helfen kann. Und ich nicht? Elliot, bitte! Du hast von ihm getrunken, Allison. Von ihm getrunken. Vielleicht ist es dir ja egal, aber sich Blut zu teilen ist sehr intim. Und ich weiß, dass es für Christian sehr viel bedeutet. Christian bedeutet mir aber nichts und es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Wieso heule ich? Ich habe es satt, ständig zu heulen. Deine Gefühle sind eben höher sensibilisiert. Ich weiß nicht, weshalb ich Christian gefragt habe, aber ich hatte einfach Angst vor deinen Augen, ein Versager zu sein. Ich wollte stark sein, wenn Claire uns wieder angreift. Und die Massenmorde. Chuck ist tot, Scott ist tot, Chance wahrscheinlich auch. Claire bringt nur Tod in unser Leben. Ich wäre noch am Leben. Wenn sie mich nicht getötet hätte, müsste ich jetzt nicht da durch. Hey. Du bist nicht allein. Ich bin immer für dich da. Ernsthaft? Ja, Allison. Wir stehen das durch. Wieso starrst du mich so an? Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. I like what you say and what you do. I like the way you follow through. Claire, das Tor ist auf der anderen Seite. Oh ja, wusste ich doch. Eingerostet, Pendragon? Nein, nur großzügig. Die nächsten werde ich machen, Tybian. And I like the way you look at me.
Wieso glaubst du, dass Claire Pendragon nicht dahinter steckt? Weil die Beweismittel zu offensichtlich waren, als ob jemand es mit Absicht hingelegt hat. Oder Claire war unvorsichtig. Irgendwann macht jeder einen Fehler. Ach, super Ganoven. Ja, wenn Claire Pendragon eine normale Kriminelle wäre. Zum Glück haben wir Tyler, der uns vorgewarnt hat. We say what we need to get out when it's not enough. Nein, danke. Ich sattel sie schon selber ab. Claire Pendragon. Ja, sieht so aus. Was gibt's? Wo waren Sie gestern von 22 bis 24 Uhr? Zu Hause. Kannst du es irgendwie bezeugen? Dir ein Alibi geben? Für was wollt ihr mir die Schuld in die Schuhe schieben? Die Mord an Chuck Bass und Scott McCall. Mirabella Rose kann es bezeugen. Und Chuck Bass war einer meiner engsten Freunde. Und den anderen kenne ich nicht einmal. Ich habe diese beiden nicht auf den Gewissen. Beweise sprechen gegen. Die Beweise sind bestimmt gefälscht. Ich schwöre, dass ich damit nichts zu tun habe. Wie ist euer Name eigentlich? Becca McKenzie und das ist Phoebe Hale. Hale, ist Tyler Hale euer Bruder? Ich weiß ja nicht, was er ihnen erzählt hatte. Aber ich schwöre, dass es nicht von mir ausging. Ich bin hier nicht der Oberboss. Wahrscheinlich wisst ihr auch, ja, was ich bin. Habe ich wir recht? Wir haben gefoltert, egal ob sie es freiwillig oder nicht. Es tut mir leid. Nichts daran ändern, dass du auf der schwarzen Liste. Schwarze Liste? Vampire, die viele Jäger tot sehen wollen. Wer ist dein Boss? Wer ist dein Boss? Everybody lies.